Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr werdet jetzt eine ganze Weile alte Videos gesehen haben von mir, beziehungsweise sind noch nicht mal alte Videos, sondern vorgedrehte Videos. Und das ist jetzt einer der aktuelleren. Ihr kennt ja mein Chaos, ne? Nicht umsonst heißt es Ikes kreative Chaoswelt. So ist es. Ja, ich habe mir 2 Wochen mal ein bisschen Auszeit gegönnt. Ich musste mal alles wieder verarbeiten im Kopf und so weiter und so weiter. Die letzte Zeit, wir waren auch im Kurzurlaub und das hat richtig Spaß gemacht. Das hat mir auch massiv wieder geholfen, dass ich so ein bisschen wieder die Gedanken sammle. Das brauche ich immer mal wieder. Auch durch meine Neurodivergenz ist das halt sehr wichtig, dass ich das mache. Und ja, da sind natürlich keine neueren Videos hochgeladen worden von mir. Beziehungsweise ich habe noch viele im Petto, die muss ich alle noch hochladen und das werde ich jetzt auch die Tage nachholen. Also wundert euch nicht, wenn ihr dann eventuell mal mehr wie ein Video in der Woche seht. Aber ich muss das irgendwie wieder ins Laufen bringen. Das ist ein ganz großes Problem bei mir. Durch mein ADHS ist das halt nicht so einfach, habe ich euch schon des Öfteren erzählt. Und das Ganze dann im Laufen zu halten, das ist, ne, wenn man zu viele Sachen im Kopf hat, ich vergleiche das immer mit so einem riesengroßen Kallax-Regal, aber es hat alles seine Wichtigkeit. Also es ist nichts dabei, wo man sagt, nee, das brauchst du jetzt nicht, sondern es ist alles irgendwo wichtig und das versucht man zu sortieren. So ungefähr sieht das in meinem Kopf aus. Ja, darum soll es aber natürlich jetzt nicht alleine in diesem Video gehen. Und zwar habe ich von 7Trade ein Paket bekommen. Ich durfte mir wieder ein paar Produkte aussuchen. Ich freue mich mega. Und was geworden ist, zeige ich euch gleich. Ach so, ich wünsche euch oder ich hoffe, ihr seid übrigens alle sehr gut ins neue Jahr gekommen. Das Jahr ist jetzt schon 2 Wochen alt, also so jung ja nicht mehr. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr super reingekommen seid. Und ja, dass wir das Jahr wieder gemeinsam verbringen. Ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, ich durfte mir Produkte bei 7Trade aussuchen. Dieses Mal sind es Stickmotive wieder, weil 7Trade hat überwiegend Stickmotive im Sortiment. Und ich freue mich mega, euch sie vorstellen zu dürfen. Ich nehme euch jetzt an das andere Stativ. Ihr kennt ja den Spruch. Und dann zeige ich euch, was ich mir ausgesucht habe. Bis gleich. So, hier seht ihr die Tüte. Ja, heute mal ohne Kerzen, weil ich bin noch so ein bisschen in Aufräumstress. Ja, bei uns steht der Tannenbaum noch. Und ja, wir haben auch noch nicht sämtliche Weihnachtssachen weggeräumt. Also hier sind so ein paar Sachen noch, die hier überall rumkreuchen und fleuchen. Aber wie gesagt, das ist das normale Chaos bei uns. Es braucht immer ein bisschen länger, bis wir Sachen wegräumen. Beziehungsweise wieder umsortieren und sowas alles. Dann kommt auch noch dazu, dass mein Mann diese Woche wieder auf Montage ist. Der ist nämlich sonst eine richtig gute Stütze für mich. Aber wenn er halt nicht da ist, macht sich das halt leider sehr massiv bemerkbar. Und deswegen müssen wir noch einiges anpacken und deswegen kam auch nicht so viel von mir zwischenzeitlich. So, aber mal schauen. Hier sind die beiden Produkte. Mal gucken, Tüte ist leer. Die packe ich schon mal weg, weil sonst ruschelt das so stark. Einmal habe ich mir wieder ein kleines Motiv oder kleineres Motiv ausgesucht und ein etwas größeres Motiv. Ich glaube, wir gucken uns aber als erstes mal das kleinere Motiv an. Hier seht ihr schon ein bisschen die Farben vom Motiv. Ich habe auch noch einen Rabattcode für euch. Den bekommt ihr am Ende des Videos von mir eingeblendet. So, jetzt muss ich mal eben schauen, wie ich das am cleversten hier alles mache. Das ist einmal die Anleitung. Die lege ich schon mal hier mit hin. Dann haben wir hier nochmal eine separate Legende. Da muss ich gleich mal gucken, wegen dem Vorschaubild, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt. Und zwar bei dem kleineren Motiv habe ich mir noch ein bisschen was winterlich-weihnachtliches ausgesucht, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass dieses Motiv auch super im Wintermotiv mit reinpasst. Ich bin ja so ein Mensch, ich bin da sehr flexibel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hake da jetzt nicht fest, oh, jetzt ist Dezember, jetzt geht nur noch Weihnachten, danach bitte sofort alles abschaffen. Ich bin eher so der Typ, der sagt, wieso kann das nicht auch länger stehen oder warum kann das auch nicht länger hängen, weil solange es kalt ist, und das ist ja momentan und es schneit auch momentan wieder bei uns, habe ich dieses Feeling und das finde ich eigentlich richtig schön. Das gleiche ist bei mir zum Beispiel auch mit Ostersachen. Bei mir kommen die nicht punktual gleich weg, nur weil jetzt Ostern vorbei ist. Solange für mich Frühling da ist und ich das Gefühl habe, ja, es passt, bleiben die Sachen auch stehen. Im Sommer, klar, ne, dann sieht das so ein bisschen komisch aus, wenn da noch Ostersachen steht. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen flexibler oder halt anders eingestellt.
Und genieße einfach die Zeit und ja, deswegen bleiben die Sachen halt auch ein bisschen länger stehen und hängen, so wie das gerade passt. Gut, ich muss auch dazu sagen, man hat sowieso als ADHSler meistens das Problem, dass es mit so Erneuerungen, und das sind ja Erneuerungen, in denen sich dann ja was verändert, man sich nicht so einfach tut. Also bei mir ist es so, dass ich mich schwer von Sachen trennen kann, auch wenn die erstmal stehen. Ist immer schwer zu erklären. Aber wie gesagt, das Motiv, was ich mir hier ausgesucht habe, passt für mich Weihnachten wie aber auch im Winter rein. Ich fand das total süß. Und zwar, ich guck mal, was man das hier ein bisschen sieht, ist das so ein kleines Bild mit drei Bären. Die haben so eine, ja, Weihnachtsmütze drauf. Wie gesagt, man könnte auch Pudelmütze sagen, aber sie sind halt ein bisschen im Weihnachtsstil. Da unten sind zum Beispiel so Pflanzen im Weihnachtsstil. Einmal, ach, wie heißen diese Dornblätter? Ich wusste es mal, ich weiß nicht. Wenn das einer von euch weiß, schreibt mir das doch mal sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Sind unten an den Fenster, die gucken drei aus, also die drei gucken aus so einem Fenster raus. Und ich fand das total süß. Das Motiv ist 30 mal 30. So klein ist es gar nicht, wenn man dann mal ehrlich ist. Es hört sich immer sehr klein an mit 30 mal 30, aber es ist ein schönes Maß. Hier seht ihr den Vordruck. Hier seht ihr nochmal das Motiv. Es sind so drei Bären, die aus so einem Fenster rausgucken. Bisschen weihnachtlich angehaucht, aber wie gesagt, für mich passt das Motiv hervorragend auch für den Winter. Insgesamt haben wir drei verschiedene Farben, genau, nein, 30 Farben, also ist eine ganze Menge für so ein kleines Bild. Und ja, es ist auch viel Konfetti. Wobei ich aber sagen muss, es ist immer so ein Irrglaube, dass man sagt, naja, wenn man ein Color Blocking hat, dann kommt man ganz schnell voran. Ja, bei Diamond Painting ist das so. Beim Sticken dauert das genauso lange, wie als wenn ihr unterschiedliche Farben habt. Also so kommt es mir vor. Kann natürlich sein, dass jemand anders sagt, um Gottes Willen, wie kommst du denn auf sowas? Aber ich habe wirklich so den Eindruck, dass da, wo Colorblocking ist, ich teilweise sogar noch also gefühlt länger brauche, wo das Motiv ist. Kann natürlich irren, ne, weil man hat das Gefühl, man macht mehr Fortschritte da, wo verschiedene Farben sind, anstatt dass man da immer in diesem Uni-Bereich arbeitet. Aber an sich, meines Erachtens, geht es nicht schneller, nur weil ihr Colorblocking habt. Ist von meinem Gefühl so. Könnt ihr mal schreiben, wie bei euch das Gefühl ist. Also so ist meine Erfahrung mit den Stickbildern, die ich momentan habe. Ich habe jetzt zum Beispiel eins, was sehr viel Schwarz hat. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich nur dadurch, dass der Hintergrund sehr schwarz ist, dass ich schnell vorankomme. Also eigentlich schon fast das gegenteilige Gefühl, dadurch, dass das halt wirklich Uni ist und man nur schwarz, schwarz, schwarz sieht und nicht irgendwelche Farben. Und sobald ich Farben sehe, denke ich so, ja, jetzt hast du heute mal was geschafft. Kann auch eine massive Einbildung sein. Aber so fühlt es sich für mich an. Wie gesagt, das Bild hat 30 mal 30, 18 cm. Das ist, glaube ich, wieder das mit den zwei Garn. Ich gucke mal gerade, ihr habt hier auch eine separate Anleitung, was ich mal super finde für welche, die damit neu anfangen. Und zwar, jetzt muss ich mal schauen. 11 cm war zwei Stränge, 14 cm war ein Strang. Okay. 18 cm war das jetzt? Jetzt muss ich überlegen. Ist 18 cm? Also 11 cm sind drei Stränge, 14 cm zwei Stänge. Jetzt steht natürlich nicht drauf. Ach, ihr kennt mich, ne? Ich bin noch nicht so involviert drin, ne? Aber ich glaube, 18 waren auch zwei Stränge, ne? Muss ich mir dann doch noch mal direkt in der Beschreibung angucken. Bin mir gerade nicht so sicher, weil hier in der Beschreibung sind halt 11 cm und 14 cm und hier steht was von 18 cm. Ja, das bin mal wieder ich. Steht hier nicht drauf. Warte mal, ich gucke jetzt mal gerade mal. Ich schaue mal kurz. So, das Schöne ist, auf der Internetseite, wenn ihr die jeweiligen Motive aufruft, wird das auch nochmal gezeigt. Also 18 cm sind auch zwei Stränge. War mir auch so, ich war mir jetzt noch nicht mehr ganz sicher. So, okay, also wie gesagt, das Bild ist auch mit zwei Strängen. Man sieht es auch schon, finde ich, anhand des Gewebes, ne? Weil ihr habt hier ein feineres Gewebe und auch feinere Quadrate, sage ich jetzt mal, nicht so groß. Ne? Und das zeichnet meistens auch aus, dass ihr halt nur ein, zwei Fäden braucht und nicht drei,
wie bei den anderen. Und da bin ich sowieso mal gespannt, wie das Ganze dann also aussieht, wenn es fertig ist. Weil, wie gesagt, von diesen Feinen habe ich jetzt noch keinen. Ich habe momentan alle mit 11 CT, die ich sticke. Da sind von den, also ihr habt ja insgesamt meistens 6 Stränge, ne? Und dann halbiert ihr das und dementsprechend stickt ihr das. Und da bin ich mal gespannt, wie das ist mit diesen etwas feineren, wie das Ganze aussieht. Das wird dann allgemein, denke ich mal, auch von den Kreuzen her feiner aussehen. Bin ich schon mega gespannt. Habe ich noch nicht gehabt. Kann natürlich sein, dass es dadurch ein bisschen fizzeliger ist zu sticken, ne? Weil das andere halt für Anfänger super geeignet ist auch. Ich lasse mich mal überraschen. Ich rede und rede, ihr merkt. Aber ich lasse mich mal überraschen und ich nehme euch natürlich auch mit. Ich muss jetzt nur zusehen, das eine Motiv wollte ich sehr, sehr gerne vorab fertig haben, was ich jetzt momentan sticke. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Und wie ich mich kenne, werde ich es mir nicht verkneifen können, eventuell doch eins von diesen kleineren anzufangen. Ich habe von Seven Crate ja noch das andere Motiv, diesen Drachen. Kann sein, dass ich den einfach dazwischen schiebe. Ist natürlich für mich nicht so einfallsreich, sage ich jetzt mal, weil ich dann in Zugzwang komme. Weil wenn ich nämlich alles Mögliche anfange, ist immer das Problem, dass ich auch mal was zu Ende bringe. Und deswegen bin ich eigentlich so eher der Mensch, ich bringe gerne erstmal was zu Ende und fange dann was Neues an. Aber es kann sein, dass ich es trotzdem machen werde. No risk, no fun. Schauen wir mal. Das Schöne bei den Motiven bei Seven Crate ist, dass ihr nochmal eine separate Legende habt ausgedruckt. Das ist diese hier. Das heißt, wenn ihr stickt und ihr kommt ja teilweise an den Feldern dicht ran, kann es mal passieren, dass ihr natürlich ein Motiv eventuell nicht mehr richtig sehen könnt, whatever. Dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, anhand diesem hier nachzukontrollieren, was war das jetzt für ein Farbton. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Symbole sind teilweise, also sind überwiegend richtig gut, dass man sie super auseinanderhalten kann. Also ihr habt kaum Motive oder Symbole, die sich zu stark ähneln. Und trotzdem finde ich das gut als Sicherheit, das habe ich auch schon des Öfteren mal benutzt, dass ihr wirklich eine separate Legende nochmal habt mit Vordruck, wo ihr denn nochmal nachschauen könnt für den Fall, dass ihr euch nicht sicher seid. Ihr wisst ja, ich nehme überwiegend mit Vordruck wegen meinem ADHS. Das ist für mich immer noch eine super Orientierungshilfe. Ich denke mal, ich könnte zwar ohne Sticken, bei mir ist aber das Problem der Konzentrationsfähigkeit und ab wann reißt mir der Geduldsfaden. Weil ich kenne mich, wenn ich mich dann ziehe, das passiert mir immer wieder mal, dass ich mich versticke. Selbst bei dem Vordruck schaffe ich es immer wieder, dass ich dann irgendwie penne und oder nicht aufpasse oder whatever. Und dann ist das Problem dieser Frustration. Und diese Frustrationsschwelle ist bei ADHS ja geringer wie bei neurotypischen Menschen. Und dann kann es einfach sein, dass ich dann aus Frust, nicht weil ich keinen Bock mehr habe, sondern aus Frust, das sticken lasse. Und das möchte ich nicht, weil es macht mir einfach zu viel Spaß. Und deswegen nehme ich generell mit Vordruck. Der Vordruck hat aber auch den Vorteil für Leute, die noch nie angefangen oder noch gar nicht gestickt haben und damit sehr, sehr gerne anfangen möchten. Es ist wirklich eine super Orientierungshilfe. Ihr braucht nicht abzählen. Ihr habt es vorgegeben und könnt euch wirklich auf das Motiv Sticken konzentrieren und müsst nicht noch vorher die einzelnen Reihen abzählen. Man kann es natürlich auch so handhaben, wobei bei Seven Crate habt ihr einen ganz großen Vorteil, ihr kriegt diese Motive, die ich euch jetzt mit Vordruck zeige, auch komplett ohne Vordruck. Also die bieten beides an, was richtig super ist, denn es gibt ja auch einige von euch, die sagen, um Gottes Willen, Vordruck brauchen wir ja nun gar nicht, weil wir sticken schon länger und das macht mehr Spaß. Da ist die Möglichkeit halt auch da, dass ihr die Bilder, die gleichen Motive auch ohne Vordruck bekommt. Für Leute, die anfangen oder so wie ich das gerne als Orientierungshilfe nehmen, gibt es die halt mit Vordruck. Der Vordruck wird nachher rausgewaschen. Das heißt, wenn ihr fertig gestickt habt, deswegen ist es so wichtig, dass während des Stickvorgangs ihr bitte trockene Hände habt und wenn möglich nichts Flüssiges auf dieses Motiv kleckert, weil dann ist natürlich der Vordruck weg bzw. zerstört. Ist nicht so praktisch. Deswegen ist immer wichtig, mit sauberen Händen zu arbeiten und halt auch mit, ja, versuchen, nicht zu kleckern. Den wascht ihr nachher, wenn ihr fertig gestickt habt, aus mit lauwarmem Wasser, wird er rausgewaschen, dann habt ihr das weiße Leintuch, wo ihr dann euer gesticktes Motiv drauf habt. Und ich finde es praktisch. Also für mich ist es wirklich super, deswegen liebe ich das Sticken auch momentan, weil es hat sowas in einer Art wie Diamond Painting, halt nur mit Nadel und Faden. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen an die Hand und zeige euch das Ganze mal von nahen. Ja, da war ich gerade ein bisschen vorschnell mit meiner Handykette, deswegen baumelte die so ein bisschen. Hier seht ihr den Vordruck.
schiebe euch mal ein bisschen dichter. Ne, ihr seht halt, es ist natürlich alles ein bisschen feiner, dadurch, dass es wirklich nur 18 CT sind. Ihr seht gleich mal, ich glaube, das andere war, ich glaube, das war 14 CT. Ich gucke gleich mal, dann seht ihr mal den Vergleich. Oder ich muss euch das mal in einem anderen Video, wenn ich das mit euch zusammen anfange zu sticken, zeige ich euch mal den Unterschied zwischen diesen Leinen. Ich sage jetzt Leinen, Sticktuch. Sticktuch? Sagt man Sticktuch? Na, und hier seht ihr, wie gesagt, die Symbole. Also man kann sie, finde ich, gut erkennen. Na klar, muss man hier ein bisschen genauer hingucken. Ne? Ihr habt hier vorne zum Beispiel, wo ist mein Finger? Da. Das ist der mit dem weißen Punkt. Und da habt ihr welche ohne weißen Punkt. Aber wie gesagt, wir haben ja dafür nochmal diesen Vordruck, dass man ganz in Ruhe nochmal gucken kann, welcher Farbton sich dahinter verbirgt. Wir haben ein bisschen Konfetti dazwischen. Und natürlich die 30 überwiegend. Das ist, glaube ich, das Weiß. Ich werde das Weiß hier mitsticken. Man könnte es, wenn man wollte, natürlich auch weglassen. Aber ich mache das jetzt einfach mal, um einfach zu sehen, wie es wirkt. Weil manchmal, manchmal nicht immer, ist der Weißton ein bisschen anders wie das Sticktuch. Und ja, dann sieht man so ein bisschen den Unterschied. Also ich mache es, man kann es eventuell auch weglassen, wenn man möchte, aber ich bin jetzt so jemand, der das erstmal mitmacht. Und wie gesagt, man sieht eigentlich, finde ich, sehr gut die Symbole, aber es hat wirklich einen Vorteil, dass man diesen Vordruck nochmal hat. Gerade da, wo man diese rote Vierecke mit dem weißen Punkt hat, dass man dann nochmal ein bisschen kontrollieren kann. Denn normalerweise kann man sonst, finde ich, das Ganze gut erkennen. Hier seht ihr nochmal den Vordruck. So sieht das ungefähr aus. 30 mal 30, 30 verschiedene Farben. Das Schöne ist, es ist schon umkettelt. Also hier brauche ich kein Malerkrepp, sondern ne, es ist schon einmal umnäht. Das finde ich richtig praktisch. Wahrscheinlich könnte ich es auch mit einer Nähmaschine umnähen, aber das ist mir ein bisschen zu aufwendig. Ich bin halt ja in dieser Sache nicht so nervend stark. Wenn da was schief geht, dann ist es nicht meins. Und das ist einfach so. Und deswegen freut mich das umso mehr, wenn das schon umkettelt ist, was hier der Fall ist. So sieht das Ganze aus. So, das ist, wie gesagt, einmal der Vordruck. Dann haben wir dabei auch ein Starter-Kit, Tool-Kit. Und zwar ist hierbei einmal so ein kleiner Ball, richtig süß, diesmal in Pink, mit 5 Nähnadeln. Finde ich richtig super. Und die Nähnadeln haben eine richtig schöne Länge. Moment, Verkettung. So sieht der aus, ne? Diese Länge. Finde ich richtig gut. Weil ich habe schon mal versucht, mit etwas längeren zu sticken, aber irgendwie komme ich mit den kleineren doch besser klar als wie mit den längeren. Aber das ist so eine Gefühlssache, das muss jeder für sich selber ausprobieren. Wie gesagt, hier sind 5 Stück bei, was mich freut, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich habe einen Verschleiß an Nadeln. Frag mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Umso mehr freut mich das natürlich, dass ich wieder so einen kleinen Vorrat habe. Dann haben wir hier so einen Einfädler, was mich mega freut. Ich liebe diesen, weil er wirklich sehr praktisch und robust ist. Es gibt ja diese anderen mit diesem Münzdruck, mit so einem feinen Draht. Ja, da bin ich natürlich, ich weiß nicht, wo Sinnlos-Kräfte walten oder so. Die schaffe ich regelmäßig, dass sie aus ihrer Fassung reißen. Und bei dem ist es absolut nicht der Fall. Die sind schön stabil. Gibt es für größere Sticknadeln und für feinere Sticknadeln. Und mit denen arbeite ich total gerne. Und dann haben wir hier so einen halben Fingerhut. Mit dem konnte ich mich bis jetzt allerdings noch nicht so wirklich anfreunden. Ich habe den jetzt schon in mehrfacher Ausführung, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß nicht, irgendwie stört mich das am Finger beim Sticken. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Natürlich ist das, würde das angenehm sein, weil irgendwann kriegt man hier so einen kleinen schmerzhaftigen Punkt am Finger. So ist es bei mir jedenfalls, dass ich immer das Gefühl habe, obwohl ich die Nadel da nicht reindrücke oder so. Aber ne, es wird dann halt so, ja, komisch. Aber ich komme mit dem Ding nicht klar. Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr damit arbeiten? Also für mich ist das so, es stört mich. Es stört mich am Finger, weil das irgendwie, keine Ahnung, ganz komisch ist. Kann ich nicht beschreiben, so ein Fremdgefühl ist das. Mag praktisch sein, aber ich komme damit überhaupt nicht klar vom Gefühl her. Und deswegen benutze ich die nicht.
Vielleicht gewöhne ich mich noch dran, aber momentan eher nicht. Und hier haben wir jetzt das Garn. Die Farben sind jetzt so ein bisschen alle natürlich winterlich eingehaucht. Also ihr habt da jetzt nicht so grellere Farben dazwischen, ne, weil das ja so ein Wintermotiv ist. Wir haben natürlich hier, das ist das Weiß. Und man sieht, dass das ein ganz anderer Farbton ist, wie von der, ich will immer Leinwand sagen, von dem Stickstoff. Ne, seht ihr das? Es ist nicht einheitlich. Und deswegen werde ich das auch sticken. Ich muss mal gucken, dass ich das jetzt hier irgendwie aufbekomme. Oh, die sind schön lang. Die sind richtig lang. Das Schöne ist, ihr habt das hier schon auf so eine Tabelle eingefädelt. Oh, ich habe ganz trockene Hände. Ist im Winter ganz schlimm bei mir. Und dadurch hängt man natürlich immer schon schön in dem Garn fest. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht mal eine andere Handcreme hole. Ätzend, weil ich habe ja Pferde, ich arbeite draußen im Stall. Ja, dementsprechend sehen die Hände dann halt aus. Ihr habt hier keine Topmodel-Hände. Typische Bauer-Gärtner-Hände habt ihr. Und das Einzige, was mich halt im Winter nervt, ist wirklich, dass das dann so trocken ist und dann hat man das Gefühl, ne? Oh, das ist, ich kenne das bestimmt. Es ist einfach nur blöd. Aber man kann es ja nicht ändern. Man kann nur immer wieder eincremen und hoffen, dass dann die Haut mal ein bisschen wieder elastisch wird. So, wie gesagt, das ist hier alles schon sortiert und eingefädelt. Und es sind alles so richtig schöne Wintertöne. Die Rottöne sind das von den Mützen und von den Beeren, die wir hier unten an dem Fenster jeweils haben. Dann haben wir hier das Tannengrün. Und ich glaube, die 30, genau, das müsste die 30 sein. Warte mal. Ist das die? Oder ist das noch ein anderer Ton? Nee, das ist die. Das ist natürlich blöd. Neonlicht hat immer die blöde Eigenschaft, Farben zu verfremden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Deswegen, ich komme aus dem Möbelhandel. Und da haben wir immer von den Ausbildern automatisch gelernt, auch immer wieder erwähnt bekommen, wenn ihr Kunden Möbel zeigt oder die Farben zeigen wollt, geht raus ans Tageslicht. Dort sieht der Kunde, wie die Farbe wirklich ist. Denn Neonlicht schluckt eine ganze Masse an Farbtönen. Und da wirkt das Ganze ganz anders, als wie es wirklich ist. Ne, aber hier, das ist dieser Farbton. Und wie gesagt, es ist kein richtiges Weiß, es ist eher so ein Eierschalenweiß. Und deswegen werde ich das auch definitiv sticken, weil dann wirkt das Motiv vollständiger, denke ich mal. Und davon brauchen wir natürlich eine ganze Menge. Deswegen diese extra Kordel. Wie gesagt, 30 Farben. Das Garn fässt sich richtig schön an. Das ist jetzt nicht großartig schimmernd, weil es gibt ja auch so Garn, was richtig schön schimmert. Das ist es jetzt hier nicht. Aber ich denke mal, das wird super zu dem Motiv passen. Das will man gar nicht so glitzernd haben. Und da bin ich wirklich schon gespannt, wie das Motiv dann fertig aussieht. Ich hätte auch kein Problem damit, dieses Motiv im Sommer zu sticken. Da bin ich ja schmerzfrei. Es gibt ja einige, die das gerne sortiert haben, ne? So Frühling, Frühling. Herbstbilder mehr im Herbst, Winterbilder mehr im Winter. Aber ich bin da wirklich schmerzfrei. Wobei ich sogar sagen muss, im Sommer paint ich sogar gerne Wintersachen, weil mir der Sommer teilweise einfach zu warm ist. Dann kriegt man so ein bisschen erfrischendere Gedanken. So, das war das erste Motiv mit den drei Bären. Erinnert mich irgendwie an diese Geschichte. Gibt es nicht irgendwie so ein Märchen mit den drei Bären? Oder zwei Bären? Ich weiß es nicht. Irgendwo kommt mir das bekannt vor. Die Geschichte. Kann auch sein, dass ich mich irre. Aber ich glaube, da gab es mal ein Märchen von. So, das war das erste Set. Das packen wir mal hier hin. Und jetzt kommen wir zum zweiten Set, wo ich mich mega drauf freue. Und ja, ich habe das erste noch nicht angefangen zu sticken, weil, wie gesagt, ich bin jetzt momentan dabei, die anderen Projekte fertig zu machen. Kann aber natürlich sein, dass ich dann irgendwann doch das Jucken in den Fingern bekomme und ich trotzdem ein weiteres anfange, aber erstmal ein kleineres, nicht so ein großes, weil sonst fange ich alle an und bringe nicht zu Ende. Das möchte ich auch nicht. Und zwar habe ich glaube, die meisten von euch kennen schon das erste Motiv. Wenn nicht, könnt ihr euch das ja gerne nochmal angucken. Ich verlinke euch das Video auch nochmal hier oben im Video. Von diesem Motiv, da habe ich ja das Weihnachtsmotiv und jetzt habe ich Winter. Ich
möchte ja von den vier Jahreszeiten mir diese holen. Ich habe mich total verliebt in das Motiv, als ich das gesehen habe im Shop. Und ich habe mich einfach nur gefreut, weil sie gesagt hat, ja, ich dürfte mir noch was aussuchen. Ich möchte gerne diese vier euch vorstellen, möchte sie gerne in so einen großen Rahmen machen, wo die denn alle zusammen sind. Es gibt ja diese ganz großen Rahmen, die gibt es bei IKEA. Und mal gucken, ob das passt oder wie ich das hinbekomme am besten, dass wirklich alle schön in diesen Rahmen reinpassen. Das Problem ist, glaube ich, nur wegen des Passepartouts. Ich weiß nicht, ob ich mir dann selber eine Umrandung mache oder so. Ich muss mal schauen. Oder ich nehme doch drei verschiedene Rahmen und oder vier verschiedene Rahmen und hänge die ganz dicht aneinander. Ich guck mal, ich werde es euch dann zeigen, wenn es soweit ist. Aber ich freue mich. Wie gesagt, ich möchte den Sommer, den Frühling und den Herbst noch davon haben. Also drei Stück. Damit die wirklich die alle Jahreszeiten zusammen sind. Weihnachten ist ja so ein Extra. Das heißt, insgesamt sind es nicht vier Jahreszeiten, sondern fünf Jahreszeiten, was ich total schön finde. Und wie gesagt, ich habe mich total verguckt in dieses Motiv. Hier seht ihr sie. Richtig, richtig schön. Dieses Motiv gibt es auch bei Seven Crate mit Vordruck und ohne Vordruck. Ich habe natürlich das mit Vordruck genommen. Oh, das sieht schön aus. Und ich freue mich dann wirklich schon, das mit anzufangen. Aber das möchte ich ganz in Ruhe anfangen und das fange ich mit euch zusammen an. Ich finde das einfach, es ist was Besonderes. Ich habe das bei einer gesehen hier auf YouTube. Die macht auch generell nur solche Motive. Ich kann mal gucken, ob ich sie finde, dann verlinke ich sie euch mal. Und die habe ich immer gedacht, so, oh, die sind so schön, die Motive, die gefallen mir. Und ja, sie stellt sie halt überwiegend ohne Vordruck vor und ich wusste nicht, gibt es das mit Vordruck oder nicht. Ja, ihr bekommt blöderweise nicht alles, was es zum Sticken gibt, mit Vordruck. Also das ist wirklich Glückssache und ich habe, als ich das gesehen habe, dass es das mit Vordruck gibt, habe ich nur gedacht, ja. Ist einfach so, weil es ist wirklich sehr schwer, diesen Stil als Vordruck zu bekommen. Habe ich das Gefühl, ich kann mich täuschen, aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich nicht einfach. Weil es etwas Filigraneres ist. Es ist halt nicht ein komplettes Bild, es ist ein Teilbild, kann man wirklich so sagen, weil ihr nicht alles stickt, sondern nur ein Teil. Und dieses Motiv ist halt besonders. Und das ist halt das Problem, das als Vordruck zu bekommen. Ihr bekommt ja meistens so komplett, habe ich ja wie dieses Motiv jetzt eben, oder auch die anderen Motive, die ich euch schon vorgestellt habe, immer nur als Komplettmotiv, aber nicht als Teilmotiv. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es das gab. Und ja, wie gesagt, ich will gucken, dass ich die Serie oder die Reihe voll bekomme, dass ich alle Monate zusammen habe. Und das hier ist jetzt der Wintermonat. Ich finde es richtig schön. Schon alleine als Vordruck finde ich es schön. Wird natürlich noch schöner sein, wenn ich das dann fertig gestickt habe. Aber ich finde es einfach nur herrlich. Und es hat halt auch eine Besonderheit, diese Motive. Muss man eben gucken. So, das Besondere bei dem Motiv ist aber auch, dass wir hier verschiedene Stickarten haben. Also, und zwar, und da muss ich mich halt noch ein bisschen reinfuchsen, Fullstick, also voller Stich kenne ich. Dann gibt es noch den Backstick und den Dreiviertel. Dreiviertel, Dreiviertelstich, genau. Und da muss ich dann gucken, wie das funktioniert. Also da werde ich mich wahrscheinlich erstmal selber im Internet auch ein bisschen schlau machen, mir ein paar Videos dazu angucken, weil ich kenne nur den vollen Stich. Das ist ja der Standardstich, den ich bis jetzt gestickt habe. Ich denke aber mal, das dürfte kein Problem sein, die zu sticken. Ne, das eine ist halt diese gerade Linie und der Dreiviertelstich, muss ich mal eben gucken, hier ist ja auch so eine schöne Anleitung bei, ist, jetzt muss ich mal gucken, dieser hier. Ihr habt es auch schon ein bisschen beschrieben. Ne? 1, 2, 3, 4. Wie man den stickt. Also es sind keine übermäßig komplizierten Stiche. Ne? Sondern, ja, denke ich mal, dürfte kein großes Problem sein. Hier ist ein Backstich. Das Einzige, was halt ist, dass meiner gerade geht, soweit ich das hier sehe bei den Backsticks. Muss ich mal gucken. Ich hatte es mir schon mal im Video auch mal angeguckt, wie das geht. Man lernt ja nie aus. Und ja, kriege ich schon hin. Ich werde euch auf diesem Wege auf jeden Fall mitnehmen. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich freue mich schon. Ne, hier seht ihr sie nochmal im vollen Glanz. Schön winterlich gehalten. Und so weißen, weichen, weißen Kleid.
Und das Besondere ist, wir haben hier goldenes Garn mit dabei. Und das finde ich richtig schön, weil das mal so ein kleiner Eyecatcher ist, beziehungsweise auch silbernes Garn sehe ich gerade. Also Gold und Silber ist hierbei. Und da bin ich natürlich richtig gespannt, wie das Ganze als Endergebnis dann aussieht. Das Bild hat ein Maß von, gucken, wo das steht, 36 mal 52, 14 CT. Das heißt, wir haben hier drei Stränge. Hier ist das Garn. Ich zeige euch das Ganze auch gleich nochmal vom Nahen. Hier mit dabei sind zwei Sticknadeln. Die sind hier in dieser kleinen Tüte. Das Garn ist hier schon mit aufgefädelt. Auch zwei Tabellen. Und hier habt ihr nämlich einmal das Silber. Das ist hier. Und Gold. Eine ganze Menge. Das ist hier. Und ich bin mal gespannt, wie sich das sticken lässt. Weil es ja von der Art her so ein bisschen fester ist, wie das herkömmliche Stickgarn. Und da bin ich natürlich gespannt, wie sich das Ganze verhält und wie das Ganze auch abdeckt. Aber wie gesagt, das sind die zwei Spezialfarben, Silber und Gold. Insgesamt sind es, habe ich euch glaube ich noch gar nicht gesagt, jetzt muss ich mal gucken, auch hier 30 Farben, oder? Moment. 30 oder mehr? Weil das sind ja unterschiedliche Aufteilungen. 21, 22, 31 Farben. 31? 31. Gut. Ja, das ist hier nämlich alles ein bisschen durcheinander. 31 Farben, genau. Sind das insgesamt oder sogar noch mehr? Was steht denn hier? Kann ich euch doch. Ne, es sind 31, genau. Vielleicht sollte man so schlau sein und einfach mal hier auf die Tabelle gucken. Hier seht ihr das, 31 Farben. Es sieht nicht viel Garn aus, ne? Aber ihr habt halt auch den Vorteil, ihr müsst hier das Weiße nicht sticken. Ihr stickt wirklich jetzt nur in diesem Bereich der Farbe. Das andere Motiv, was ich euch vorgestellt hatte, ja auch eine Besonderheit. Und zwar waren da Perlen dabei. Da bin ich auch schon mega gespannt, wie das Ganze ist. Zeige ich euch natürlich auch oder beziehungsweise ich nehme euch dann mit. So haben die Motive alle so ein paar Besonderheiten. Und ich bin wirklich schon gespannt. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das zuerst mache oder zuerst den Weihnachtsengel. Müssten wir mal sehen oder wir machen das so, dass ihr das mal abstimmt dann, was ich zuerst sticken soll, ob ich den Weihnachtsengel zuerst machen soll oder den Winterengel. Weil beide sind richtig schön, beide haben so ihre Spezialitäten. Ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Und wie gesagt, ich muss mich dann noch gucken oder mich schlau machen mit den Dreiviertelsticks und Stichen und mit den Rückstichen. Die Dreiviertelstiche sind nämlich auch hier vorne. Mal gucken, sieht man das denn hier ungefähr, wie das Ganze dann aussehen soll? Weil, wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen ja, neu im Programm. Ich muss mal schauen, weil ich kann mir das jetzt nicht so wirklich vorstellen mit dieser einen Stelle hier vorne. Da sollen ja drei Viertel sein und nicht gerade. Aber wenn das immer so T ist, Ich muss mal gucken. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich mache mich da schlau und guck mal nach, wie was wo das Ganze gestickt wird. Wie gesagt, da gibt es ja Gott sei Dank vieles auf YouTube, wo man sich das angucken kann, die verschiedenen Sticharten. Ich sage es ganz offen und ganz ehrlich, wie es ist, weil ich muss mich selber noch ein bisschen reinfuchsen in das Ganze. Mit den normalen Fullstich, da habe ich gar kein Problem mehr. Aber man möchte ja auch ein bisschen eine Herausforderung haben und diesbezüglich nehme ich diese Herausforderung sehr gerne an und schau mal, wie das Ganze dann sich entwickelt und aussehen wird. Und wie gesagt, da muss ich mal gucken, weil das hier ist eigentlich eine Umrandung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da immer so kleine Ts sind. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie das Ganze dann ist. Ich schau mal. Ihr merkt es, ne? Ich bin so ein bisschen irritiert, aber ich nehme euch mit, zeige es euch und vielleicht habt ihr auch noch einen oder anderen Tipp mit dem Sticken. Weil wie gesagt, das ist einmal dieser Dreiviertelstich und das ist einmal der Beckstich. Und ich weiß auch, dass dieser Beckstich auch in gerade geht. Also den haben sie jetzt hier in Zickzack abgebildet und ich denke mal, das könnte bei dem das gleiche sein. Schaue ich mal. Gucke ich mal, mache ich mich schlau, ich nehme euch auf jeden Fall mit. Wie gesagt, das hier sind die Farben.
auch wieder schön winterlich gehalten. Eyecatcher sind natürlich die silbernen und die goldenen Farben. Die stechen nämlich schön hervor. Und alles andere ist wirklich schön auf Winter eingestimmt, ne? So Grautöne, ein bisschen Lila ist hier mit dabei. Blautöne. Das Gesicht wird zum Beispiel auch noch mal umrahmt, dass es so ein bisschen hervorkommt. Das kann man hier sehen. Hier könnt ihr das sehen, ne? Das wird hier ein bisschen abgesteppt, was ich schön finde. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze dann aussieht im fertigen Zustand. Wie gesagt, ein bisschen reinfuchsen muss ich mich mit den ganzen anderen Stickarten. Aber das dürfte alles kein Problem sein. Das wickle ich erstmal wieder auf. So. Ich nehme euch jetzt mal an die Hand und zeige euch das nochmal vom Nahen. So, hier seht das Ganze nochmal, ne? Ihr habt diese Motive halt oder Symbole. Ihr habt hier nicht so viel Color Blocking, nicht so viel Konfetti. Außer hier ein bisschen, aber das geht alles dadurch, dass ihr das Weiß ja nicht sticken müsst. Ihr müsst ja wirklich nur in dem inneren Teil das sticken. Hier haben wir halt ein bisschen Color Blocking. Hier sind halt diese Dreiviertelstiche und das sind die Backstiche dann, so wie das aussieht. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, bin gespannt, auch wie lange ich dafür brauche. Es sieht nicht viel aus, aber es kann halt auch täuschen, ne? Beim Sticken werden wir dann ja sehen. So, das sind die beiden Motive, die ich mir diesmal ausgesucht habe. Und da freue ich mich wirklich richtig schon. Und es ist ja auch sehr groß, wie ihr seht, ne? Also auch wenn es fertig ist, das geht ja bis zu dieser Umrandung. Die gehört da ja dazu, das hier, ne? Und das ganze andere ist dann halt der Hintergrundlein, die Hintergrundleinwand. Es ist so ein bisschen verrückt oder verschoben, ne? Dadurch, dass das Kleid hier halt hier mit rausgeht. Und das macht das Ganze so ein bisschen schön, finde ich. Also das gefällt mir total gut. Dass ihr nicht einfach so einen Rahmen nur habt, wo die Figur drin ist, also der Winterengel, sondern dass ihr wirklich das so ein bisschen verschoben habt. Kann man das so sagen? Ich glaube ja. Aber mir gefällt es richtig gut. Also mich hat es total angesprochen. Und auch schon die anderen Motive davon. Bin gespannt. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich bekomme es hoffentlich hin. Ne, wie gesagt, wieder mit Vordruck. Den Vordruck, den wäscht man nachher aus, wenn ihr fertig seid mit dem Motiv und fertig gestickt habt. Dann wird es unter lauwarmes Wasser ausgewaschen und dann habt ihr nur euer Stickmotiv über. Und ich freue mich schon. Na, und hier seht ihr auch den Unterschied. Ne? Das hier ist zum Beispiel dieser Stickstoff, der ist ein bisschen gröber gegenüber dem hier, der etwas feiner ist. Und da sieht man auch schon diesen Unterschied zwischen 14 CT und 18 CT, weil ihr halt bei 14 CT 3 Stränge nimmt von dem Garn und bei den anderen nur 2. So, ich packe das mal alles wieder ein. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, ihr habt hier auch eine separate Legende, was richtig praktisch ist, ne? Weil dadurch könnt ihr immer noch vergleichen, wenn ihr beim Sticken seid und ihr euch nicht mehr so sicher seid, welches Symbol darunter sich verbirgt. Wobei bei dem Motiv sehe ich das eher weniger das Problem, dass man das nicht sehen kann, dadurch, dass ihr ja nicht den weißen Hintergrund komplett stickt. Der bleibt ja weiß. Aber trotzdem ist es halt immer noch eine gute Orientierungshilfe, falls man sich nicht ganz sicher ist. Und wie gesagt, mit den zwei Varianten, Backstich und Dreiviertel, werde ich mich mal ein bisschen schlau machen, gucke ich mir ein paar Videos an dazu. Mega kompliziert wird das wahrscheinlich nicht sein. Ich stelle mir das wahrscheinlich jetzt komplizierter vor, wie es ist. Aber das macht man ja meistens, wenn man es noch nicht gemacht hat. Und ich bin mal gespannt. Und wie gesagt, werde euch auf jeden Fall bei dem Entwickeln oder bei dem Fertigstellen des Bildes so ein bisschen mitnehmen. Und dann werdet ihr natürlich auch erfahren, wie ich mich mit den zwei anderen Stickvarianten mache. Ob ich es hinkriege oder ob ich verzweifle. Aber ich denke mal, normalerweise
ist das nichts, was unmöglich ist. Es ist alles nur eine Sache der Übung und Übung macht den Meister. So, das waren jetzt die beiden Stickmotive, die ich mir ausgesucht habe bei Seven Crate. Schaut da, wie gesagt, sehr, sehr gerne auch vorbei. Die haben wirklich eine ganz große Auswahl an verschiedenen Motive. Aber eine richtig große Auswahl. Also ich habe mich diesmal wirklich schwer getan zu überlegen, was nehme ich nicht. Das ist jedes Mal eine Herausforderung, weil die bekommen auch immer wieder neue Motive dazu. Und wie gesagt, sie haben eine schöne große Palette auch an Vordrucken. Ihr bekommt aber die meisten Motive komplett auch ohne Vordruck. Das heißt, ihr müsst dann selber zählen, je nachdem, wer was am liebsten mag. Ich bin ja der absolute Vordruck-Fan, habt ihr ja gehört. Aber wie gesagt, es gibt auch für Leute, die sagen, wir lieben die Herausforderung. Für die gibt es natürlich diese Motive auch komplett Plango. Das heißt, ihr müsst dann halt selber abzählen und das Motiv dann dementsprechend sticken. Ich habe auch noch einen Rabattcode für euch und zwar mit DreamT 06 off bekommt ihr 6% Rabatt auf eure Bestellung. Schreibe ich euch hier oben auch noch mal ins Video hinein. Wie gesagt, schaut da mal sehr, sehr gern vorbei. Die haben auch eine große Auswahl an Zubehör fürs Sticken, wie als auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Motive zum Sticken in verschiedenen Varianten, Variationen. Vielleicht ist das eine oder andere auch für euch mit dabei. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert das kleine Glöckchen, dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn ein neues Video online ist. Lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich mega freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, eure Wiebke.